Kuckuck, heißt ihr wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Tomb Raider 3. Jo, und wie ich letzte Folge schon angekündigt habe, haben wir heute einen Gast dabei. Es ist der Made of Hate. Made of Hate? Ja, grüß euch Leute. Es kann vielleicht sein, dass du ein bisschen leise bist. Ja, oh. Ja, bei mir, bei Gothic 2 mal zugesehen hat, der mag sich vielleicht an den Made of Hate erinnern, der war ja auch mal dabei. Jetzt haben wir es mal eine ganze Weile her. Da war ja der Ramon auch noch mit dabei. Oder? Hm? Keine Ahnung. Ja, Frage, wo geht's da jetzt weiter? Ich bin jetzt hier total planlos. Wir machen jetzt mal was anderes. Du bist tatsächlich ein bisschen leise, stelle ich fest. Kannst du dich irgendwie ein bisschen lauter machen oder ich muss hier die Musik runterdrehen? Oder den Sound? Ich bin über Handy online da, kann ich irgendwie sowas nicht hinstellen. So, wir machen das mal etwas leiser hier. Ich meine, der Made of Hate hat sowieso keinen Ton. Aber irgendwie, es wird nicht leiser. Ja, wer weiß, vielleicht ist er bei der Aufnahme nachher. Nee, spring doch nicht immer hin zu dem Vieh. Noch hat's mich nicht erwischt. Warte. So. Das war mal eine Schlange. Genau. Naja, also es... Also im ersten Level, da waren die Affen, die waren noch freundlich zu mir und jetzt nicht mehr. Ja, aber ich hab mir so gesagt, ich lasse die Affen in Ruhe, die haben nichts getan, auf einmal kommen die an und greifen mich an hier. Die blöden Kühe. Wo komme ich jetzt hier hoch? Hier. Oder halt nicht. Das ist das Schönste hier. Seitwärts laufen, das gefällt mir am allerbesten von den neuen Fähigkeiten. Ja, was ich am handel dich mal nochmal runter. Also rückwärts, ne, einfach nach hinten springen und ja. Jetzt nach links bitte. Weiter, also weiter. Ne, nicht loslassen. Bist du das hier? Naja, das meine ich jetzt ohne. Eigentlich hättest du hier rum eine Ecke handeln können. Die kann um die Ecke handeln? Warte. Das will ich jetzt selber wissen. Weiter, drück einfach. Geht das nicht? Nee. Ja, dann geht das erst ab dem vierten Teil. Das hätte mich jetzt gewundert. Wie du schon gesagt hast, einige Sachen gehen erst ab dem vierten Teil oder ab dem fünften oder neue Fähigkeiten, die dafür sind. Also er hat ja schon einige Fähigkeiten neu gekriegt, ja. Von hier bin ich ja gekommen. Ja, dann mal erst mal kicken, Alter, wo du hier bist. Das ist, finde ich gerade, ja, voll aus dem Kontext gerissen war. Aber was ich nicht mehr wusste, das hatte ich am Anfang vom zweiten Teil dann schon gesagt. Dass die das schon ab dem ersten Teil konnte, jo, das finde ich gut. Ja, das finde ich mega geil, ehrlich. Wir speichern mal hier ab. Ich habe ja hier auch HD-Auflösung und alles mit drin. Ja, das ist natürlich gut. Ne? Was ich richtig sensationell finde bei deinem Let's Play jetzt, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ist die Tatsache, dass du die ganzen Sachen immer mit den Secrets sammelst. Weil da habe ich schon etliche Let's Plays versucht zu finden, aber die haben alle die Geheimnisse nicht gesammelt. Ja, ich finde so, deswegen sage ich ja, ich finde die auch nicht immer selber. Ich muss nachgucken, aber ich will die alle mitnehmen. Mhm. Oh, komme ich da irgendwie hoch? Weil hier ist ja alles zu hoch. Ich muss ja auch mal gucken, wie eine Kiste hier oder sowas, dass irgendwas eine Kiste ist. Ich gehe mal dorthin, wo ich war, her, bevor ich neu geladen hatte. Hier oben kommt man auch irgendwie hin, das sieht da so aus, aber. Da oben. Also ganz ehrlich, Alter, ihr könnt jetzt ja echt einen Ofen von einer kompletten Lösung brauchen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee.
Jemand hat ganz da hinten, also nach links ein Stück. Nach links? Hm. Weiter? Ja, hier. Na, hier kannst du ja dort durchkriechen. Nee, und jetzt hier rüber bringen. Nee, nicht da. Einfach gerade rüber. Da rüber? Ja. Da bin ich hergekommen. Da bist du hergekommen. Ja. Also hast du dich unten lang gehangelt? Ja. Achso, na, wusste ich natürlich, wie gesagt. Ich bin da so ein bisschen ja. Komplett aus dem Kontext hier. Also hier unten weiter. Ja, hier unten geht's weiter zu dieser komischen Ganesha-Statue. Aber sagst du, hast ein Geheimnis vergessen? Hm? Hast du ein Geheimnis vergessen? Wo? Ja, weiß ich nicht. Ich kann dir das nicht sagen, weil ich hab das jetzt, wie gesagt, ne, aus dem Kontext gerissen. Ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wie weit du bist, und vor allem, ich weiß nicht, wie die Geheimnisse wissen. Na, ich habe ja so drüben hinter der Mauer, da gibt's ja diese ganzen Baumstämme da. Ah, jetzt weiß ich, wo so du... Und unter den Baumstämmen war ja der Anfang von der Welt. Ja, genau, dann hast du oben auf dem Baumstamm gestanden, dann bist du auf diesen Stein da hinten gesprungen und hast dich bis hier vorgearbeitet. Jetzt ja. Das. Alles klar. Da hinten ist der Anfang des Landes gewesen. Alles richtig. Klar, gewesen, ja. Und meinst du, du musst nochmal zurück? Ich weiß es nicht, ich gucke ja gerade auch hier, aber ich habe ja noch nichts hier vom Piranha-Fluss, ich habe ja noch nichts von dem Geheimnis gelesen. Na, wenn da steht, dann müsstest du eigentlich auch weitermachen. Da verlasse ich mich jetzt erstmal so blindlings und völlig idiotisch eigentlich mit darauf. Und das hier nicht. So, hier Medipack, das ist beim Eintritt in den Ganesha-Tempel und kriegst ein Geheimnis. Ja, hier kriegst du ein Geheimnis, ich guck bloß mal nach, 4 Geheimnisse gibt's. Jetzt gucke ich mal bloß hier fix überfliegen den Text, wo es ja alles Geheimnisse gibt. Ja, ein Geheimnis, wie gesagt, gibt's. So. Ganesha-Tempel. Hier steht Geheimnis Nummer 1. Hier steht Geheimnis Nummer 3. Hier steht Geheimnis Nummer 4. Nummer 3? So. Geheimnis. Wo haben wir noch was? Geheimnis Nummer 4 steht hier unten. Also bis jetzt habe ich noch kein Geheimnis verpasst. Es geht erst nach dem Ganesha-Tempel los mit den Geheimnissen. Ja, das muss ja weitergehen. Also ich denke mal, da müssen wir da jetzt sehr zurückfliegen. Da gehen wir jetzt hier unten einfach weiter. Nee, das mit dem, was du geschrieben hast hier, wegen Nevada. Ja, gleich als erstes, nachdem du hier durch bist, weil... Das ist mir damals... Ja? Weil Problem ist, ne, kannst du erst nach London gehen, kannst du erst nach Indien gehen, ne, und sammelst die ganzen Waffen in und in Nevada nimmst du sie dir alle wieder ab. Das ist ja nicht so gut. So, ich dachte, ich hatte ich schon, aber anscheinend nicht. So, okay. So, hier runter. Kommt ihr hinterher, ihr rollt. Naja. Kratzt ja, mich nicht. Ich konnte das zwar nicht hören, aber ich hab's an diesem Wackeln nicht sehen. Ja, hast wackeln sehen. Lara hat gewackelt. So. Ewig. Ja. So, sitze. Und hier erkennen wir wieder eine Kiste hier, wegen den Grafikstreifen, die da drin sind. Diese 4 geteilte Kiste hier. So, haben wir noch eine Kiste hier. Ich bin am Ende von der letzten Folge, bin ich herumgerannt, wusste nicht weiter. Aber hier, Kiste, komm. Weg damit. Ich wäre auch tierisch gespannt jetzt auf die ganzen Teile hier, weil ich die gesagt, wie gesagt, nie durchgespielt habe. Du hast den vierten durch. Hm? Den vierten? Nee. Den hatte ich nur mal kurz angespielt, damals mitgekriegt, dass das Haus fehlt. Und da war eigentlich schon vorbei, da war die Lust vorbei. Also ich muss sagen, der vierte hat mir von allen Teilen am besten gefallen. Die Umgebung ist so sehr viel realistischer als bei den vorigen Teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Level sehen nicht so zusammengewürfelt aus. Hast du beim zweiten Teil ist dir mit Sicherheit auch gefallen, dass die so komisch bunt zusammengewürfelt waren, ne? Naja, gut.
Nee, 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 warte, 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 warte. Das machen wir anders. Du musst mal kurz warten, Kollege. Lara muss sich erstmal hier in Deckung begeben. Jo. Warte, dann machen wir das nämlich anders. Den hättest du einfach bloß mit Seitwärtssprünge und Rückwärtssprünge ja. Und so. Da den macht. Kali-Statue oder was das ist, ne? Ja, ja. Nach vorne. Du kannst doch die komische, genau. Die kannst du auch beim Die muss ich mal umdrehen hier, komm. Genau so. Mach den Boden auf. Ah, jetzt brauchst du nicht schießen. Du musst die Nase wegpacken, sonst ist der unsterblich. Siehst du die ganzen Schwerter? Oh Scheiße. Na komm. Nase wegpacken. Scheiße. Ja, ja, das sagst du so einfach. Umdrehen. Knarre wegpacken und wieder rausnehmen. Und wieder. Weil sonst der schützt sich mit seinem Schwert, sonst ja. Der ist sterblich. Du, das hat mir aber auch, das hat mir aber auch ordentlich Zeit gekostet, das Schwert rauszufinden. Ah, du sterbst doch mal endlich, ja, und nichts passiert. Das ist ähnlich wie. Nee, das kennst du ja gar nicht. Bei den Nomaden, die haben da riesige Stärke, aber nicht. Nur Faller, die werden hier nicht. Nee, nee, getreiben lassen, Scheiße! Ah, der scheint relativ schwach zu sein, wa? Ja, viel Power nimmt er mir noch nicht weg. Aber da hätte ich machen können, hätte ich mich ja oben einen Speicherkristall hinstellen können. Naja. Nee, ich komm hier nicht weg! Scheiße. Kriegt er mich hier oben? Waffe weg. Und wieder aufnehmen. Ja, alles. Ach, jetzt wartest du dort unten auf mich. Warte, wir machen jetzt Zwischenspeicherstand. Wir haben den ja schon ein bisschen angelutscht hier. Das ist ja das Schöne bei Tomb Raider, dass der die. Ach so, und wenn du willst, ne, kannst du deine Munition, die du hier jetzt hast, kannst du gut verbraten, wenn du jetzt, keine Ahnung, von Schrotmunition oder so gesammelt hast, weil. Der ist jetzt gerade so, dass du. Weil wird dir sowieso nachher abgenommen. Hä, was nochmal? Jetzt, wie gesagt, noch hier noch Schrotmunition dabei hast. Die hast du schon gesammelt. Zeig mal kurz her hier deinen Bestand. Jo. Warte. Kann ich jetzt gar nicht erkennen, wie viel. 20. 20, ja, kannst du ruhig verwenden, weil wird hier sicher sonst sowieso alles abhängen. Na, hast du das sonst gesammelt. Ja, weiß ich noch, ich, wo ich das früher angespielt hat hier, hatte, da bin ich ja. Weiter als nach London und oder Nevada oder halt den Tristritte da. Weil da hatte ich nicht. Südsee gewesen. Ja, weil ich habe mir immer eingebildet, dass ich aus irgendwas aus eben von den anderen Leveln dann brauche. Dass ich ein Level unbedingt zuerst machen sollte oder als das andere. Ja, na wie gesagt, Nevada ist dafür am geeignetsten schon alleine, wie gesagt, weil sie dir gleich mal nach dem ersten Level die Waffe. Was wollen die mit meinen Waffen? Sie will die abnehmen, damit sie schwer hat. Lara hat noch die Waffen ihrer einer Frau. Die können sie ja nicht abnehmen. Tja, da hast du dann nachher gar keine Waffen mehr. Ja. Nicht mal die normalen, da hast du nicht mal die Standardkiste. Das hat man in Tomb Raider 2 auch schon gehabt. Das ist eine ziemlich wertige Sache. Das war aber bei 2, das war auch ja ein Anwesen, ne? Nee, das war auch so. Bei der Bohrinsel, da wurde das Zeug abgenommen. Bin ich nicht von hier oben gekommen? Nee, ich bin durchgekrochen. Verdammte Scheiße. Ah, das ist jetzt der Dings, ne? Jetzt müsste irgendwo das Tor aufgegangen sein, ne? Ja. Ich werde erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Gute Idee. Ich guck mich immer um.
Weil je mehr ich mich selber umgucke, desto weniger muss ich nach den Geheimnissen suchen, ja, im Internet oder so. Weil ich will das ja auch selber herausfinden. Also ich muss sagen, also die Secrets zu finden hier in diesem Teil, das ist bedeutend schwerer als bei 4. Ja, ist ja wieder beim, wie beim ersten Teil, da sind die Secrets so Munition oder Fackeln oder all so ein Zeug. Während im zweiten Teil hat's ja verschieden, da hat's ja bloß diese Drachen gehabt und im Add-on vom zweiten hat's die Münzen. Hat's die M Ja. Goldmünzen bis Goldborn und Beim dritten ist das jetzt natürlich wieder schöne Sachen, die du finden kannst. Beim vierten ist das auch mit Sachen finden, also jetzt hier Munition und so. Und beim fünften hast du eine goldene Rosen. Ist aber Ich hab. ob es da denn irgendwas Zusätzliches gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Beim vierten sind mir ein, zwei Secrets abhanden gekommen, die habe ich nachher nicht mehr gefunden, weil zu weit. Da habe ich aus Versehen den Spielstand überschrieben. Und beim Kann fünften man Teil, machen. haben wir auch zwei gefehlt. Aber ob es da dann irgendwas Zusätzliches gibt, das weiß ich gar nicht. Öfter mal hier hoch, Mädel. Hä? Affe? Der ist ja bei Shadow of the Tomb Raider. Das ist ja der dritte Reboot-Teil hier. Ich weiß, wo wir das letzte Mal gequatscht hatten hier. Da war ich glaub ich gerade beim dritten, bei Shadow. Wo du noch gesagt hast bei den Originalen hier, da bist du dabei. Das war ja mal eine fette Suchaktion, ne? Das weiß ich noch. Suchaktion? Naja, die Spiele überhaupt erstmal zu finden. Ach so, ja. Außer den ersten mal nicht gefunden, also ich zu. Aber Ich schön, dass finde. du das Projekt mal in Angriff genommen hast, weil ich finde, das ich bis jetzt noch gar nicht so gesehen, dass irgendjemand das so durchgespielt hat. Also erstens alle Teile hintereinander, zweitens dann natürlich auch noch mit allen Geheimnissen. Schon ein bisschen was aus, finde ich. Also Nee, ich hab ja. wir sind dieses Spiel, finde ich, also dieses Let's Play auch noch an Wert, weil wenn die Leute immer einfach nur blind durchrennen, ohne die Geheimnisse zu sammeln, ist es nicht smart. Ja, ich meine, das macht ja Tomb Raider irgendwo aus, ja, noch zu sammeln und zu suchen. Das haben sie ja bei Rise und Shadow of the Tomb Raider dann wieder gut hingekriegt. Bei dem ersten Reboot-Teil nicht unbedingt, weil da war wirklich mehr durchrennen. Du hast zwar auch Nebensachen gehabt hier, wie die optionalen Gräber und das Ganze. Aber im Großen und Ganzen war es einfach nur durchhasten. Oh, guck mal hier. Ach nee, das Ding wird dann geflutet. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so der Fan von den neuen Teilen, wa? Weil das ist ja mit der, so gesagt, mit der anderen Lara, die dann ja auch mit Pfeil und Bogen durch die Gegend rennt, ne? Das ist so schön. Ja. Also ich finde die im ersten Reboot-Teil finde ich die immer noch am geilsten. Du kannst machen, was du willst. Jetzt hier vom Antlitz her. Oh. Aber das vom Spielerischen muss ich wirklich sagen, da haben sie sich bei Rise of the Tomb Raider und Shadow haben sich mehr wieder auf das Original hier besonnen. Ich bin auch gespannt, wie sie hier mit der Marke Tomb Raider weiterverfahren werden. Ja, bis jetzt bin ich da jetzt nicht wirklich drüber, aber Ich meine, die werden die weiter ausschlachten sowieso, also braucht sich keiner was vormachen. aber die sollten definitiv ein bisschen mehr zum Alten zurückkehren. Das wäre einfach klasse. Ja, mir würde es ja wirklich gefallen, wenn die jetzt sagen, ist ja Zeiträtsel dahinter, keine Ahnung. Wenn die jetzt die alten praktisch nochmal neu auflegen würden mit der heutigen Technik, Grafik und. Ich bin vergiftet. Wieso bin ich vergiftet? Da sind Pfeile, glaube ich, unten gewesen. Pfeilfallen. Uah, Wie komme ich denn von dem Gift los? ja, Medizin Pläne. Wie viele hast du denn? Ich kann das gar nicht erkennen. Sieben kleine und sechs kleine jetzt noch und zwei große. Wieso habe ich so wenig? Ich habe so einen Haufen Medipacks eingesammelt. Jetzt Ja, wie speicher gesagt, mal. hier kannst du ruhig noch alles verbraten, weil die werden dir sowieso abgenommen, glaube ich. Ja, aber ich habe ja noch zwei Level vor mir hier in dem Ding. Das ist ja Indien. Ja,
Ist hier unten jetzt noch irgendwas? Ja, erst mal gucken hier. Weißt du, was das Problem ist bei Tomb Raider, bei den Leuten, die sammeln und sammeln und wollen immer nichts verwenden, sind immer geizig. Ja, das geht mir genauso. Wenn um die Munition geht und wenn um die Medipacks geht, dann sitzen sie zum Schluss und haben keine Ahnung. Der sieht nicht viele Medipacks und wie viel Munition. Warte mal. Schöne Aussichten. Oh, scheiße, hier drunter durch, komm, ja. Ich muss auf jeden Fall in den Raum davor nochmal zurück, da war so ein Wasser, Unterwasserhebel. Ah, hier ist was zum Klettern. Ja, da geht halt die Leiter. Hast du da halt nicht erkannt? Ich hatte ja die Reboot-Teile gemacht hier, hat's ja, weißt du ja. Und da hab ja gesagt damals hier, dass ich ein Back to Basics hier vom ersten Teil anfange. Und ich habe ja beim ersten und beim zweiten Teil habe ich auch das Add-on mitgemacht hier, weil das mache ich hier auch wieder. Deswegen, ich meine, du hast ja die Folgen gesehen, hat ja erzählt gehabt, dass wir hier die deutsche Sprache haben, aber englische Untertitel. Was meinst du denn mit Add-on? Na ja, beim zweiten ist es Golden Mask und bei den anderen, beim ersten Unfinished Business. Das sind 4 Zusatzlevel. Und bei Tomb Raider 2, da hatte ich ja dann noch... in beide Add-on selber hatte ich ja dann noch die Geheimnisse alle gefunden. Dafür habe ich dann noch das Zusatzlevel hier Nevada gekriegt hier in dem Hotel. Jo. Und nu? Da oben ist eine Schlange. Ach, ich kann. Was holen? Können Sie sich festhalten? Kannst du dich hier um die Ecke hangeln? Nee, Lara, nee, warte mal, ich will mal probieren. Das war doch hier unten auch schon hier. Warte mal, die ist hier. Guck dir das an, was das Weib kann hier. Oder? Oder lobe ich dich gerade zu früh? Ich glaube, ich lobe dich gerade zu früh. Gut, ich habe dich zu früh gelobt. Wie es gar nicht, du hattest beim zweiten alle Geheimnisse zusammen, hast du denn das auch ein Zusatzlevel gehabt? Ja. Beim zweiten selber, beim Hauptspiel nicht, aber beim Add-on halt. Also bei den Golden Mask. Wenn du alle Geheimnisse gesammelt hast, dann hast du ja dann alle Waffen und die Munition gekriegt als Belohnung. Ja, wenn du es nochmal spielst. Aber ich spiel's ja nicht nochmal, ich bin ja mal wieder durchgespielt und jetzt ist der Teil halt dran. Immer hübsch der Reihe nach. Das mache ich ja standardmäßig so auf meinem Kanal. Das ist bei den Gothic-Teilen, wie jetzt, momentan habe ich ja Gothic 3 Add-on in der Mache. Bei den Retro-Sachen ist es Monkey Island 5. Und hier bin ich jetzt eben beim dritten Tomb Raider. Jawoll, ja. Warte mal. Ich will mal probieren, ob ich das schaffe, ohne zu vergiften. Ich bin ja geizig, ich habe mal gerade festgestellt. Das sind wir alle. Das sind wir. So, dreh dich mal hier. Machen wir uns hier mal eine kleine Piepshow, Lara. Dreh dich. Regel dich. Ja. Aber das Gute ist natürlich, ne, dass du die ersten Beenteile schon durchgespielt hast, bist du mit der Steuerung recht gut vertraut jetzt. Ne? Das war ein bisschen merkwürdig, weil ich vom was ich springe und sowas von Gothic halt, das anders ist ein bisschen. Ich war das halt von Gothic gewohnt, die Tastaturbelegung, wenn man jetzt nur mit Tastatur spielt. Na? Ohne zu vergiften. Jo. So muss das sein. Ja. Und ich in meiner unendlichen Weisheit, ich werde noch runterspringen und das Ganze nochmal machen müssen. Deswegen speichere ich jetzt erstmal. Ja, gucken, ob hier an der Seite oder irgendwo noch irgendwas ist, was man noch mitnehmen kann. Ja, ich guck gleich. Ich kann nochmal hier runter. Lara, häng dich mal hier dran. Zeig mal, wie du baumeln kannst. Hier unten ist ein Gang. Ah, nee, ist massiver Feld, da hängt schon ein bisschen aus nach Tiefe.
Was ist das für ein Gang hier? Wie komme ich da rein? Da unten ist ein Gang. Warte mal. Da unten. Da unten ist ein Gang, siehst du den? Ja, ja, das sieht doch nach einem Heimnis aus, oder? Ja. Also wie komme ich da hin? Angel dich mal runter hier an den Felsen, wo du da bist. Bei denen hier warst du ja schon. Ich kann das machen. Aber wir können sie auch nicht runterhangeln oder so. Aber ich würde da dreh dich mal runter nach rechts und Umschautaste. Schau mal nach unten ein bisschen. Keine Miete oder irgendwas mehr, wo man könnte. Also ich sehe keine Möglichkeit, wie ich dort rankommen soll. Ich gehe erstmal kurz hier weiter. Ah! Ach, ihr macht hier so einen Krach. Hier machen wir erstmal ein bisschen Licht hier. Das habe ich beim zweiten Teil oft gemacht. Wenn so kleine versteckte dunkle Ecken waren. Ich habe keine Fackel gezogen, ich habe hier so damit Licht gemacht. Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich finde die Fackel nach dem dritten Teil noch ziemlich komisch. Da finde ich. Ja. Jetzt muss ich mir die Dinger hier mal angucken. So, wir wollen ja nicht, dass Lara vergiftet wird, also. Ja, wenn wir die Fähigkeit haben, warum sollen wir die nicht nutzen? Hier liegt ein Medipack. Das ist echt schön. Ja. Hier drüben auch noch was? Nö. So, hier oben noch irgendwas. Ah, nicht runterfallen. Das war so schade, schade drum. Da unten sind nämlich Kieksen. Ja, das macht vielleicht keiner, aber ich springe aber so hier runter. Rüber. Hier muss aber irgendwas sein, umsonst soll sie nicht hier rüber. Naja, außer mit Kristall vielleicht. Da unten sind nur Pieksen. Könnte aber sein, dass hier eine versteckte Kiste irgendwo ist. Nee, nicht umgehen. Du direkt am Rand stehen. So, jetzt umschauen. Lass doch mal stehen, Mädel! Da unten ist was zum Kriechen, genau. Ja, ja. So, Lara, nee, warte. Dreh dich mal um hier, komm. Wo die Kicks in der Lara hier hingehen? So, wir sind gleich wieder am Ende. Wir haben gleich eine halbe Stunde voll. So, steh mal auf hier. Genug vorgekrochen. Ah, guck doch mal, habt ihr das gehört? Geheimnis. Das macht hat gerade bling gemacht. Wir haben gerade ein Geheimnis entdeckt. So. Ah. Ja, und Warte, wo muss ich wohl? So, Lara, schieß. Was liegt jetzt hier? Wir nehmen erstmal hier die Mumpeln mit, hier würde ich sagen. Ja. Dann ist das, warte. Uzi-Mumpeln. So. Ach, guck mal, schau mal einer, guck, wo wir hier sind. Dort, wo wir hin wollten. Ja. Aber jetzt hast du ein Problem hier, ne? Jetzt, wenn du jetzt runterspringst, sind wir wieder am Wasser, wenn ich nach unten. Ja. So.
Und ich würde aber sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde voll für heute. Wir machen für heute erstmal Schluss. Und ich denke, wir machen vielleicht morgen noch mal ein, zwei Aufnahmen mit dem Made of Hate zusammen. Auf hierhin, ich bin dabei. Wenn ich die Jo. Zeit habe, Ja. jederzeit, gerne. Okay. Vielleicht wird er dann öfters mal hier zu Gast sein. Klar. Mal, mal sehen, wie wir es machen. Ja. Speichern. So. Dann würde ich mich für heute verabschieden. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit Dankeschön und auf Wiedersehen.